mit dem Wohnwagen nach Spanien. Dazu spreche ich mit einem Camperpaar hier auf dem Camping Mahlzuhl. Herzlich willkommen zu diesem Video. Da ich selber keine Erfahrung oder aktuell keine Erfahrung habe mit Wohnwagen nach Spanien, habe ich mir einen Camperpaar gesucht und da bin ich dankbar, die mir meine Fragen beantworten. Einige Dinge sind ja beim Wohnmobil und Wohnwagen ähnlich, daher werde ich auch immer mal zwischendurch wieder von mir Dinge einfließen lassen oder Informationen geben. So, jetzt bin ich bei den beiden hier auf dem Campingplatz, die mir was erzählen wollen. Und zwar geht es um Wohnwagen. Wie kommt man mit dem Wohnwagen hier nach Spanien? Hallo ihr beiden. Hallo, Hartmut. Sagt mir kurz eure Namen. Ja, ich bin die Gabi. Ich bin der Alfred. Hallo Gabi und Alfred. Ja. Komm aus Gelskirchen, ja. Schalker. Schön, ja, das ist doch interessant. Ja, ihr seid hier mit dem Wohnwagen. Ja. Und wie lange seid ihr schon hier? Wir sind vom 1.11. hier. Seit dem 1.11. Jahr. Ja. Und wir haben jetzt ja Mitte Februar, Ende Februar. Ja. So lange seid ihr. Und wie lange bleibt ihr? 3. April. Bis 3. April bleibt ihr, ja. Jetzt muss man vielleicht vorausschicken, ihr habt nicht nur immer Wohnwagen gefahren, sondern ihr habt auch mal Wohnmobil gehabt. Ja, 6 Jahre lang sind wir mit dem Wohnmobil durch die Gegend gefahren. Ja, das habt ihr geändert und gibt es da einen Grund für? Ja, aber das heißt ein Grund. Einmal der Grund ist, weil wir auch länger an Stellen bleiben. Ja. Mit einem Wohnmobil, das waren immer kurze Distanzen oder immer ein paar Tage, dann haben wir ziemlich alles abgefahren, sagen wir in Deutschland, ob dann Nord- oder Ostseeküste, Bayern, alle Seen und so weiter, Italien ja auch. Ja, und dann ist auch ein Grund, meine Frau ist nicht so ein Radfahrer. Nein. Ja. Dadurch ist man, ja, wenn man ein Auto dabei hat, halt natürlich beweglicher. Richtig. Man hat da ganz andere Möglichkeiten dann auch. Und das sind auch so diese Gründe, sag mal, hauptsächlich. Ja. So, dann habt ihr euch nach 6 Jahren von dem Wohnmobil getrennt. Ja. Und habt jetzt einen Wohnwagen. Ja. In Fulle war quasi 22, hatten wir dann September 22 hatten wir den Wohnwagen geholt. Direkt. Ja, okay. Ja. Und dann war auch die erste Reise direkt auch hier hoch. Ja. Nee, die erste war Italien. Erste war Italien, Gardasee. So. Ja. Aber mit dem Wohnmobil seid ihr aber auch viele Kilometer gefahren. Oh ja. In den 6 Jahren 48.000 Kilometer sind wir damit gefahren. Mhm. Jetzt seid ihr ja, wenn man das so will, Langzeitcamper oder Dauercamper. Ja, über Winter hier in Spanien hier. Halt. Da, ne? Habt ihr den Eindruck, da ist ein Wohnwagen eine bessere Geschichte als Wohnmobil? Ja, auf jeden Fall. Erstmal von der Größe her, man hat mehr Platz. Ja. Und natürlich, klar, man ist beweglicher, wenn man ein Auto dabei hat. Ja. Ne? Ja. Und wie groß ist euer oder wie lang ist euer Wohnwagen? Unser Wohnwagen ist komplett mit Deichsel 7,51 Meter. 7,51 Meter? Das Aufbau, glaube ich, 6, 10 so ungefähr. Ja, okay, das daran liegt, dass die Größe, wo man drin lebt, wenn man so will. Ja. Was für ein Gewicht hat der Wohnwagen? 1800 Kilo. Oh ja, das ist ja nicht wenig. Nee. Jetzt, ja. Und mit was für ein Auto zieht ihr diesen Wohnwagen? Den Audi A4 haben wir, Quattro, 3 Liter. Ja, und der darf so ein Wohnwagen? Der darf 2100 Kilo ziehen. Ah ja, der okay. Ist kräftig dafür. Ne? Gut, okay. Ja, jetzt ist es ja so, wenn man hier nach Spanien herfährt, ich weiß nicht, wie viele Kilometer ihr habt, aber mehr als 2000 werden es ja sein. Wir liegen ja bei 2340 so ungefähr. Ja, genau, genau 2400 so. Kilometer Und das fährt man ja nicht in einem Stück, sondern man muss ja irgendwie Übernachtung. Ja, auf jeden Fall. Wir machen das in Etappen und halten uns auch zum Beispiel mal ein paar Tage an einem Ort auf, schauen uns da auch alles an. Und das ist das Schöne, weil wir das Auto jetzt haben, können überall rumfahren. Wir waren zum Beispiel in Roses, das hat uns sehr gut gefallen. Da haben wir auch eine Woche, bevor wir hier hinkamen. Ja. Ja. Und was nutzt ihr jetzt als Etappenplätze? Sind das Stellplätze oder Campingplätze? Campingplätze hauptsächlich. Hauptsächlich Campingplätze. Ja, wo wir auch angehen. Stellplatz ist Spätzle-Fritz natürlich. Spätzle-Fritz, ja. Das ist ja gehört nicht auch überall dazu. Überall dürfen ja auch Wohnwagen auf Stellplätzen stehen. Mhm. Aber da guckt ihr genau, wo dürft ihr hin. Ja, ganz genau. Ja. Und da habt ihr auch so Stellplätze oder Campingplätze, die ihr dann immer wieder anfahren. Ja, weil wir angehängt da stehen bleiben können. Ja, das ist wunderbar, das brauchen nicht abhängen. Ne? Ja, okay. Und da haben wir wirklich Glück gehabt mit den ganzen Plätzen. Ne? Ja, meine Frau macht da den Navigator, sag mal, und die holt die raus alle, ne? Ja. Und die fahren wir dann so ab. Ja. Das sind immer so, ja, der erste, sag mal, sind 420 Kilometer von uns zu Hause. Das ist Bühl.
Bourgonville ist. Ja, in der Nähe von Nancy. Also, da sind wir, dann seid ihr ja schon weit runter. Dann ist der nächste Fahne von Nancy, der ist nicht so weit. Der liegt so ungefähr bei 290, 300 Kilometer. Mâcon, den ist mir bekannt. Ja. Mâcon ist bekannt. Ja, aber der hat, glaube ich, aber in den Wintermonaten nicht durchgehend auf. Nein, nur bis zum 31. Oktober. Ja, da muss man dann immer schauen, dass man aufpasst. Dass das so hinkommt. Ja, okay. Ja. Dann der nächste war, jetzt auf der Hinfahrt haben wir dann nochmal Avignon angefahren. Ja. Haben wir uns die Stadt Avignon natürlich mal angeguckt. Ja. Ja, und dann wieder nächstes Roses. Ja. Roses haben wir uns dann wieder 7 Nächte aufgehalten. Ja. Und dann Spätzle Fritz. Ja. Ja, und dann wollten wir auf den neuen Campingplatz in Paracuenas. Das hat uns nicht so gefallen. Dann hatten wir hier weiter angefragt und wir haben Glück gehabt, dass unser Shellplatz wieder frei war. Ja. Dann sind wir durchgestocht. Ja. Natürlich gibt es noch viele andere Camping- und Stellplätze, die man als Etappenplätze in Richtung Spanien nutzen kann. Es gibt von mir ja eine Stellplatzkarte und auf dieser Stellplatzkarte ist zu sehen, wo man auch angehängt stehen bleiben kann. Nicht auf jedem Stellplatz dürfen auch Wohnwagen stehen, aber wenn ausreichend Platz da ist, große Flächen da sind, dann denke ich, ist es kein Problem, wenn man dort mit einem Wohnwagen gespannt steht. Ist dort ein Schild vorhanden, dass Wohnwagen nicht erlaubt sind, sollte man sich natürlich dort nicht hinstellen. Ich habe auf meiner Stellplatzkarte die Plätze blau gekennzeichnet, wo man angespannt stehen bleiben kann. In Frankreich handelt es sich in erster Linie um Etappenplätze, die man für eine Übernachtung nutzen kann. Wenn man ein Symbol angeklickt hat, dann öffnet sich auf der linken Seite mal ein Feld. Dort sieht man dann das Video, beziehungsweise kann man das Video anklicken und sich das Video anschauen. Unter dem Video sieht man dann einen Text, dort kurze Beschreibung zum Platz und darunter findet man dann auch die Koordinaten zum Platz. Die unterschiedliche Kennzeichnung der Plätze funktioniert leider nicht über die App, also öffnet meine Stellplatzkarte über den Browser, also übers Internet, auf meine Stellplatzkarte gehen, dann seht ihr die unterschiedliche Kennzeichnung. In Frankreich gibt es viele preiswerte Campingplätze, die an der Route liegen, die man als Etappenplatz mit dem Wohnwagen gut nutzen kann. Man muss nur darauf achten, wann sie und wie sie geöffnet haben. Nicht alle haben das ganze Jahr geöffnet. Es gibt natürlich verschiedene Apps, die man nutzen kann. Das ist Park for Night, Camper Contact, vom ADAC gibt es eine App, dann gibt es Stellplatzradar. Also da muss man sich da mal durchforsten, was einem am besten gefällt, wenn man jetzt solche Touren hier nach Spanien macht. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es Playlists. Dort sind Videos zusammengefasst, zum Beispiel über eine Reise nach Spanien, wie wir gefahren sind mit Anhänger, welche Plätze wir genutzt haben. Das könnte vielleicht für den einen oder anderen Anregung sein, wie er seine Tour gestalten kann. Ich werde unter dem Video im Text Links setzen zu diesen Videos oder zu diesen Playlists, damit wer sich dafür interessiert, das schnell finden kann. Ein wichtiger Punkt noch, und da kann ich nur dringend von abraten, auf Autobahnraststätten zu übernachten. Es ist einfach zu gefährlich. Man hört immer wieder von Aufbrüchen in der Nacht, auch wenn man denkt, man hört es meistens nicht. Man fährt am besten runter und findet schon irgendwo einen Parkplatz. Jetzt aber weiter mit den beiden Campern. Schön, ja. Gibt es denn, wenn man jetzt mit dem Wohnwagen besondere Dinge, wo man darauf achten sollte, jetzt müsst ihr hinten eine Markierung drauf haben? Oder Nein. Ich bin quasi 3 cm über 12 Meter. Da habe ich normalerweise habe ich keine drauf. Hast du gerade? Nee, habe ich nicht. Da muss ich mal einhaken. Alle Fahrzeuge, die länger als 12 Meter sind, dazu gehören auch Gespanne, müssen hinten am Heck eine Warntafel haben. Das sieht man hier, die kann man im Internet sich beschaffen und die können horizontal oder auch vertikal angebracht sein. Das gilt für Spanien, ich weiß nicht, ob das für andere europäische Länder auch gilt, da müsste man nochmal nachschauen. Und wie macht ihr das in den, fahrt ihr Autobahn? Ja, hauptsächlich Autobahn. Habt ihr auch schon mal versucht, Nebenstrecken zu fahren?
Nein, nicht groß. Nee. Nee, nee, nee. Nein, also das ist euch jetzt sind nur eben zu den Campingplätzen, ja, hin, ja, oder nach den Aber Schöpfen. So die normale Strecke, da fahren die Autobahn? Da fahren die Autobahn. Wisst ihr zufälligerweise, wie viel Maut ihr Ja, haben? Das war jetzt 144 Euro. Ne? Ja. Also das wir lassen das ja vom Konto ab. Ich habe diese Mautbox drin. Ja. Ne? Ja. Diese Go- was ist das? Eins, ne? Ja. Maut 1. Ja. Maut 1, ja. Also sehr gut ist das. Also ja. Ja. Das ist wunderbar. Ja. Da kommen wir so gut mit durch. Schön. Ne? Ja, gut. Die Mautgebühren, die Alfred hier genannt hat, sind nur für Frankreich. In Spanien zahlt man fast überall keine Maut mehr. Und man muss keine Mautbox haben, das ist ein Luxus, den kann man sich gönnen. Es reicht, wenn man eine Visa oder Mastercard hat, damit kann man die Maut bezahlen. Es gibt aber auch noch ausreichend Mautstellen, wo man mit Bargeld bezahlen kann. Natürlich kann man auch mautfrei fahren, wenn man genug Zeit hat. Das Ganze ist natürlich etwas beschwerlicher. Ich rufe dann eben kurz an oder schreibe eine Mail. Ja, das können wir noch mal mit so aufnehmen. Also ich meine jetzt hier in Spanien, die habe ich nicht aufgeschrieben, weil wir nur bis Spätzle Fritz und dann sind wir durchgefahren. Ne? Aber wir waren auch schon in Alicante auf dem Platz oder in Wurst, ja oben waren wir auch auf dem Campingplatz. Mal. Also, habt ihr die dann reserviert? Ich habe vorher eine Mail geschrieben, ob wir kommen können zu dem Zeitpunkt und sofort eine Antwort bekommen. Ja. Also hat immer alles wunderbar geklappt. Schön. Ja, ja, das ist... Sie ist Navigator, immer von vorne rein, vorne weg. Das ist schön, dann, wenn man das so teilt und eine fährt, der andere Gas. Nein, nein, ich habe ja auch immer gesehen, dass wir nicht, also ich meine, gut, hier, von hier bis nach Spätzle Fritz sind ja 600 oder das ist schon, die weiteste Tour. Ja, ja. Aber wenn wir auf dem Rückweg sind, dann sagen wir, gut, dann machen wir in Roses ja wieder den Stopp, bleiben da wieder ein paar Tage, da kann er sich wieder ausruhen. Und dann die Etappen durch Frankreich, die sind auch ganz okay. Achso, man könnte zum Wohnwagen, da können wir nochmal einhaken. Ja. Euer Wohnwagen, seid ihr da irgendwie mit autark? Oder, Der hat Autarkschaltung, habe ich direkt machen lassen. Ja. Brauche ich ja auch automatisch durch den Mover. Aha. Auch mit Lithium-Batterie. Ja. Und ich habe auch quasi einen Solarkoffer. Wenn wir irgendwo ohne Strom stehen, kann ich den auspacken, halt auch genau. Autark oder mir den Strom holen über Sonnenenergie. Ne? Schön. Das geht wunderbar. Ja. Und wie ist es mit Wasser? Hat der so einen auch einen Frischwasser- und Abwassertank? Der hat einen großen 50 Liter Frischwasser. Abwasser ist ja direkt. Da hat man einen beweglichen Abwassertank bei. Ne? Ja. Den haben wir auch. Der hat auch schon dieses neue Filtersystem drin. Mhm. Auch direkt habe ich machen lassen. City-Wasseranschluss auch. Der ist hier voll angeschlossen. Der ist praktisch ja hier auf dem Campingplatz. Ja, genau. Alles das B und Entwässerung hast du ja wunderbar dadurch. Ne? Ja. Habt ihr schon irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht, so auf der Anreise oder überhaupt mit dem Boden? Überhaupt nicht. Nein, gar noch nicht. Nein. Habt ihr besondere Versicherungen für den Wohnwagen? Das ist genau wie Wohnmobilversicherung. Ja. Ist gleich das ist die VDH, ne? Ist das Die auch die grundsätzlich auch für die Wohnmobile hatten wir die ja auch. Ja, also wahrscheinlich habt ihr auch ADAC, seid ihr mal ADAC? Ja, schon lange. 74 schon. Ich bin langjährige ADAC-Mitglied. Ja, siehst du. Nein. Das sind so Dinge, da sollte man vielleicht drauf achten, glaube ich. Ich habe es damals in Italien gebraucht. Damals war ich mit dem Boot viel unterwegs. Ja. Da ist mir dann auch in Italien auf dem Brenner die Zylinderkopfdichtung hochgegangen, haben lange im Stau gestanden. Ja, der Zähler lief wunderbar, Abschlepper runter, Leihwagen, da ist man gut versorgt, kann ich nur sagen. Da haben wir noch keinen Ärger groß gehabt. Nee. Das ist schon eine gute Sache da. Habt ihr schon irgendwelche Erfahrungen, was Krankheit hier im Ausland betrifft? Nein, noch nicht. Toi, toi, toi. Wir haben wohl auch zusätzlich Versicherung, auch beim ADAC und so, aber wollen wir auch nicht, sag mal so. Nein. Ist man nicht scharf drauf. Wir sind noch ziemlich fit. Gut drauf, sag ich mal. Nicht klapprig, ne? Ja. Okay. Und das ist das Schöne, können wir noch lange. Wollen wir auch ja, aber noch da kann lange, ja ganz schnell mal was passieren. Das haben wir hier bei Situation. Unserem Nachbarn ja gesehen, mit seinem Blinddarmdurchbruch. Von heute auf morgen. Das kann natürlich passieren. Es gibt in dieser Region zwei große Krankenhäuser, eins in El Chido und eins in Almerimar. Also die Versorgung im Krankheitsfall ist hier gesichert. Keiner aber toi, 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 nein, ist man nicht. Also ihr werdet auch für die Zukunft bei Wohnwagen bleiben. Ja, das heißt, ihr werdet seid bei voll Wohnwagen zufrieden, bleiben. Macht auch viel Reisen. Ja. Wir haben auch feststehen, sogar einen Wohnwagen in Dalle.
Ach so. Im Festen stehen. Ja. Da haben wir den auch abgestellt. Oder früher, da, Wohnmobil hat da auch gestanden, hat man ja Platz. Ja. Und dann ja, aber wenn man überlegt, jetzt waren wir schon zweimal in Malaga. Das ja, mit dem Auto. Pkw ja, ja, ist ja wunderbar. Ist ja, ne. Und das könnte man ja auch mit dem Fahrrad alles gar nicht machen. Ne? Nach Nähe fahren oder schon, so. Ne? Ja, ist ein bisschen weit. Ne? Ja. Ja. Nein, also ihr freut euch darüber, dass ihr euch dafür entschieden habt. Auf jeden Fall. Dass ihr jetzt dann mit einem Wohnwagen reist. Das wird unser letzter auch sein, sag mal. Ja. Wo wir eben, solange wie es geht noch. Ja, gut, weil ihr einfach das Zockel Auto immer dabei, ja, dabei habt. Und ja, wenn man ja, ja, ohnehin schon so lange auf einem Platz bleibt, dann macht das Sinn. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist dann. Und ihr macht ja von hier aus dann mit dem Pkw Ausflüge dann. Ja, habt ihr erzählt. Ja, wir wollen auch nach Gibraltar, wollen wir auch noch. Und dann werden wir eine Nacht da im Hotel bleiben. Ach so, ja, gut, das halt, ja. Weil dann kommt das zeitlich auch besser hin. Ne? Ja. Das ist gar kein Problem. Es ist einfach schöner, so beweglich. Ja, ja. So. Und wie ist das hier mit dem Platz? Seid ihr da zufrieden? Sehr sogar. Wir sind sehr zufrieden. Ich möchte sogar sagen, die Plätze oder was wir jetzt so erlebt haben, alle, ist das hier für Langzeitcamping für mich der beste im Moment. Ja. Ja gut, kann ich nichts der Platz kann nach. Ich auch nur, das Umfeld ist es, wie es ist. Ja, ja das ist nun mal so. Leider, aber man sieht es mit der Zeit nicht mehr. Wenn du hier bist, ich sage, die erste Fahrt, wo wir im 19 waren, wo wir runterkamen, ja, da guckt man natürlich, kommst von der Autobahn runter, ah, ja, ne, siehst du, ja, und das, heute aber sehen wir das gar nicht mehr. Ne? Ja, das richtig ist eben, sonst hier von dem Platzverhältnis besser geht gar nicht, sage ich mal. Schön. Ob das Duschen ist, alles reine und top für uns. Deshalb ist das immer wieder unser euer Anlaufpunkt. Anlaufpunkt. Ja, genau. Überwintern immer. Ja. Solange wie es geht. Ich danke euch beiden für eure Führung, danke auch, dass ihr hier vor der Kamera ein paar Worte gesagt habt. Mhm. Wünsche euch weiter einen schönen Aufenthalt. Danke. Und ich denke, im nächsten Jahr, wir werden hier auch wieder kommen. Ja. Sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Gebucht ist ja schon. Ja, gebucht haben wir für nächste Woche. Okay, danke. Danke auch. Ne? Tschüss. Ja, das war mein Bericht zum Thema mit dem Wohnwagen nach Spanien. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.